Ah, es quietscht trotzdem noch. So, wenn ihr oben angekommen seid, findet ihr die Hütte von den Trail Brothers, die Trailbauer quasi hier. Und dann geht's hier hoch. Einen anderen Weg kenne ich nicht. Und sorry, es quietscht. In den letzten Tagen muss so viel Dreck reingekommen sein in meine Lager. Ja, so ist das. So, jetzt. Hier. So, jetzt auf den Grünen in Solio. Hab ich schon wieder falsch gesagt, ne? Ach, egal. Zumindest ist er grün. Ah, krass, hier gehen die alle noch ab. Hoch und runter, wie die wilde Maus hier. Endet nicht. Die haben halt geilen Berg gefräst hier. Immer schön in der Serpentine. Laura fährt die Grüne weiter. Ich gehe jetzt weiter auf die El Niño. Ah, okay, fängt schon ein bisschen rougher an. So, wo geht's lang? Hier geht's lang. Ein bisschen engere Kurven. Und weiter. Okay, hier passiert gleich irgendwas. Ah, die ist mega steil. Da. Ah. Ja. Läuft doch! Hoch und runter, hoch und runter. So. Er muss auf jeden Fall nochmal fahren. Okay, was heißt das? Weiß man nicht. Dreimal schwarz. Mein Hinterrad überholt mich. Ich versuche sie noch mal. Okay, jetzt weiß ich auch, warum dreimal schwarz. Das war jetzt schon ohne Handschuhe, ohne Schoner nicht so geil. Und jetzt? Na, jetzt hier hoch. Okay. Ah, finde ich gut, dass sie jedes Mal halt auch schreien, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Also mega gut ausgeschildert hier. Krass. Also richtig schicker Trail, ey. Mamma mia. Mein Oberschenkel. Die zweite Runde ist mit ohne Handschuhe quasi nicht mehr ganz so schlimm. Aber es fehlt schon ein bisschen Vertrauen.
So, wir sind beide unten angekommen. Am Ende kommt man hier unten raus bei beiden Trails. Also total geil, wenn man der eine grün fahren will, der andere blau fahren will. Überhaupt kein Problem, man trifft sich dann super wieder und kann dann gemeinsam wieder hochfahren. Also ich bin total begeistert von dem Bikepark. Wir fahren jetzt noch einmal hoch und den Gambler dann runter, weil dann kommen wir direkt wieder zu unserem Auto. Und wir kommen definitiv die Tage jetzt nochmal wieder. So, hoch auf den Gambler. Der hat gleich am Anfang eine schöne Stufe. Mal sehen, was das wird. Und es quietscht und quietscht und quietscht und quietscht. Okay. Schön. Wenn das Quietschen aufhören würde, wäre es noch toller. Also, der Gambler scheint relativ rockig zu sein, aber noch die Einsteiger-Variante des Rockigen hier. Weil ich habe dir schon die Freeride ein bisschen angeguckt. War deutlich schlimmer, gleich am Anfang. Wow, okay, hier ist er mir ein bisschen weggerutscht. Mal wieder auf den Bock kommen hier. Okay, weiter geht's. Eieiei. Krasse Nummer. So, hier kann ich mal auf Lauer warten. Ich sehe gar keinen Weg. Ich versuche. Boah, da war der Baum ganz schön hart. So, warte. Ja. Ja, du fährst rechts, ja? Echt? Nein! Na, ich fahr die jetzt. Wenn die zu heftig wird, dann schiebe ich halt. La, 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 la. Man kann sich auch hier so rumbremsen. Boah, das ging aber. Na, 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 das Teil. Attention, da passiert jetzt was. Ah, hier kann man so jumpen. Mit der Pedale aufgesetzt. Okay, ah. Hier geht halt der Uphill hoch. Also langsam habe ich mich an ohne Handschuhe tatsächlich richtig gut gewöhnt, ey. Aber richtig geil ist es trotzdem nicht. Easy, ne? Und ich habe mich auch ein paar Sachen getraut, die ich gestern, glaube ich, noch nicht getraut habe. Ja, guck. Also ich finde sowieso immer die erste Sektion, die ist mega steil, weil das halt die Kuppe ist vom Berg. Und dann wird es eigentlich okay. Ey, der war ganz schön schnell. Ey, ich muss immer erstmal so ein bisschen gucken, wo es denn hier überhaupt lang geht, ey. Okay, kreuzt sich irgendwas. Oder? Warte. Ich wusste gerade nicht, wohin. Ich glaube, wir müssen hier runter. Der eine ist hier gerade hier lang. Ich glaube, das hier ist wieder der Uphill. Aber ansonsten ist echt gut, dass wir in
Rennschiene diese eine Steinpassage gemacht haben, weil ich jetzt einfach immer denke, egal, lass laufen. Genau. So eine Dinger und das Rad, als wenn da nichts wäre. Ja. Die Bikes sind halt einfach, das ist genau deren Terrain hier. So, auf geht's, weiter geht's. Okay, ja, da geht's mal gerade 90 Grad runter. Krass hier. Bom, 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 bom. Und unten. So, Ende für heute. Megatag, ey, unglaublich. Dieser Bikepark ist der absolute Knaller für alle, die es mögen, Steine runter zu bügeln. Krass, ich habe so Bock hier. Also wir kommen morgen nochmal wieder und gucken, was von den Blauen wir irgendwie hinbekommen. Der Gemmler war stellenweise schon richtig heftig. Auch der El Niño. Der El Niño. Der El Niño war auch schon nicht ohne, aber ich glaube der El Niño, dann kommt der Gambler und dann kommen andere von der Schwierigkeit, vom Schwierigkeitsgrad her. Wahnsinn. Also, ich hatte richtig viel Bock. Ich hoffe, euch hat das auch richtig gut gefallen und gibt euch so einen kleinen Einblick hier in die Trails. Und vielleicht habt ihr auch mal Bock, hierher zu kommen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist richtig cool. Die Toskana ist einfach der Knaller. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, gebt mir gerne ein Abo und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und jetzt Kiste abdrehen, los aufs Rad und durch den Wald. Bis denn. Ciao.